Augen auf und hören zu. Hier sind wieder Brainless Play. Ich bin hier mit Ferner Verley. Und ich mit Saffron. Hast du was zu verkaufen? Chai Chin. Wo sonst hier? Wir vertragen alles. Los, los, scharfe Essen Challenge. Okay. Los, los, probier deine Speisen. Okay, das klingt irgendwie schwierig. Ich habe direkt davor gespeichert, also. Ja. Okay. Hauptkörperliche Verfassung, da sind wir am besten. Da können wir vielleicht auch zwei nehmen. Oh shit! Dann. Dann nochmal auf körperliche. Ich würde jetzt nämlich den Fokus nehmen. Okay. Weil das bei uns das Schwächste ist. Ja. Ja gut, unser Chi ist genauso gut wie unsere körperliche Verfassung. Rinderhoden in sämiger Sahnesoße. Ja, Rinderhoden im eigenen Saft. Rohe Eier vom Alligator. In lauwarmer Ziegengalle. Ja. Los, los! Ja, scheiß drauf, wir haben gespeichert. Oh Gott! Den begegnen wir noch. Ja, was soll's? Ja, los, los. Ja, ja. Wow, wow, ja. Guck mal, ja, sieh mir, ja, ja. Das war eh nur Spaghetti Bolognese. Was? Klar. Das war ein Fremder. Ah, ja. Nein, seien wir ehrlich. Ja, würde ich sagen, das obere ist. Ja, und so wirken Spaghetti auf euch, liebe Kinder. Oh ja. Oh, was haben wir? Okay, wir haben Bronzezunge. Haben wir irgendwie Stats verloren? Das muss ich jetzt mal überprüfen. Ja. Weil, wenn... Nein. Eigentlich, wir hatten gerade 14, 10. Ja. Hochgeskillt. Und jetzt haben wir Bronzezunge. Wow. Halt für... Fürs Reden ist die super. Wenn wir mal wieder... Aber das müssen auf wir halt einen Körper kann ich auch verzichten. Ja, legen Körper weg und leg die ein. Das ist mir nämlich einfach zu umständlich. Jedes Mal, wenn ich irgendwie... Da. Das ist Wahnsinn. Ey, gibt's das jetzt? Drückst du immer rechte Maustaste oder was? Ja, ich versuche mit jeder Maustaste, aber irgendwie... Du solltest gemerkt haben, dass das mit rechter nicht funktioniert. Wenn es dich schon dreimal rausgeschmissen hat. Du hast es schon ausgewählt. Okay. Gut.
Mein Freund, mein Freund. Wir haben aber doch alles an Geld. Ja. Ich möchte die verprügeln. Ah, ich verstehe. Es hat nicht unsere Werte geschwächt, sondern bloß unsere. Ach so, ja, ja, unser. Ja. Und Punkte da gestohlen. Kann ich dich zuhören? Okay. Ja. Hui Boo. Ja, und wer bist du? Alte Mutter Gwan. Die hat keinen Bock mehr auf den Laden gehabt. Oh, ich dachte, du redet auch altes Geschwafel. Ja. Okay, Paps. Sie schaut echt alt aus. Das stimmt nicht. Nicht mehr. Entschuldigt die Verwirrung, Schätzchen. Was ich sagen wollte war, willkommen. Ich glaube, wir besorgen dir ihren Laden wieder. Bin ich auch dafür. Die sieht nicht gerade happy aus. Nee. Ja, ja. Mir hat das Teehaus viele, viele Jahre gehört. Zumindest dachte ich. Oh. Aber dann annektiert worden. Mit dieser kaiserlichen Verfügung in die Stadt. Tja, das Na, war warte. Der kriegt aufs Maul. Wie sich herausstellte, gehört seiner Familie dieses Land. Schon seit Hunderten von Jahren. Das Land ist sein. Zusammen mit allem, was darauf steht. Nicht arme alte Muttis berauben. Darauf. Dafür gibt's aufs Maul. Er war freundlich genug, mich als Aushilfe zu leiten. Ja, 100 Jahre Erfahrung, Aushilfe. Der Mann nimmt die Bestellungen auf und Meister Dutong, naja, gewöhnlich trinkt er nur seinen Wein. Dachte ich mir. Deshalb die lange Fahne. Okay. Ja, habt ihr die Verfügung geprüft? Warum hätte ich so etwas tun sollen? Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass jemand so schrecklich wäre, eine kaiserliche Verfügung. Okay. Die ist so gutmütig. So naiv. So eine gutherzige Frau in diesem Alter so zu betrügen. Ja. Das ist sehr nett von euch, mein Kind. Aber was könnt ihr schon tun? Ich hätte mein Teehaus. Ich frag mich, ob wir eine andere Belohnung gekriegt hätten, wenn wir Song erst rausgeschmissen hätten, nachdem wir das Teehaus wieder besorgt hätten oder so. Wirklich. Na doch. All das ist nur das Gerede einer alten Frau. Denkt nicht daran und vergnügt euch. Es mag nicht mehr mir gehören. Wir holen dir dein Teehaus zurück. Und dann haben wir lebenslang gratis Tee trinken, bis die Alte stirbt. Warum hast du noch den Questmarker? Weil die immer den Questmarker halten. Hallo du. Warum belästigt ihr? Ja. Oh, gewiss doch. Die kaiserliche Verfügung ist 400 Jahre alt und ich trage sie einfach stets bei mir, um sie völlig fremden zu zeigen. Also bitte. Könnt ihr mir so einen schrecklichen Vorwurf machen? Vor allem, wenn ich schüchtern bin. Tja. Die Vorstellung, dass ich lange Fahne du Tom so und etwas damit, tun könnte, mit dem Namen preist er sich auch noch an. Wollt ihr, dass ich dieser Störenfrieden eine Lektion erteile, Boss? Okay. Seid kein Trottel. Ihr habt doch gesehen, was im Kampf mit diesen Seeleuten passiert ist. Wenigstens ist er kein Depp. So cool. Das ist meine Aufgabe. Okay. Eure Anschuldigungen ermüden mich langsam, Fremde. Ihr habt keine Okay, ich weiß, was wir tun müssen. Die alte Mutter Quan ja. Wir müssen seinen Wein vergiften. Ich sehe keinen Grund, unser Gespräch fortzusetzen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Schlafmittel in seinen Wein tun müssen, damit wir ihn danach durchsuchen können. Hast du noch was wo zu ist sagen? Jun? Wie hieß er? Jun Mei, aber ich glaube, das ist ganz einfach der Kerl, der hinten im Garten steht. Gut möglich, ja. Ansonsten sehe ich hier gerade... Ah, der Mauszeiger ist aus dem Spiel raus. Hol ihn sofort zurück. Okay, Sekunde. Sonst passiert beim nächsten Kampf Schreckliches. So, sehr gut. Er ist nicht mehr gefangen. Oh mein Gott. Das ist kacke. Egal, wir finden das schon. Aber zuerst müssen wir Mutter Wu Quan Bum ihr Teehaus wiedergeben. Das ist wichtiger. Wer braucht die Welt, wenn eine arme alte Mutter ihr Teehaus an irgendwelche Arschlöcher verliert? Genau. Das können wir nicht
durchgehen lassen. Du bist mir egal. Wong? Nee, du bist der Tellerwäscher Wong. Du kannst in deinem Journal mal nachgucken, ja, wie er da heißt. Okay. Ja, trotzdem rein. Kein so einfacher Tipp. Oh, wir können mit Morgenstern mal reden. Ey, Mark, du, bleibst du hier? Okay, das ist wieder das, was wir schon mal hatten. Gut. Das ist schon viel besser. Ah, was es würde sich nicht lohnen, die Welt zu retten, wenn in dieser Welt dann arme alte Mütter über den Tisch gezogen werden von Saufköppen. So, das ist die arme alte Mutter Quan, die brauchen wir nicht. Das ist Gast, das ist Gast. Da haben wir ein bisschen gewütet, das ist Gast und Gast. Ja. Vielleicht sollten wir nochmal mit der ollen Mutti reden. Wir könnten Shatang. Du? Yanwan. Das war sie. Ja. Seht nur, wie voll es ist. Und ich bin hier die einzige Bedienung. Wenn... Okay. Seemann. Gast. Yaoru. Ihr verzeiht, mir ist angesichts meiner derzeit... Oh. Was ist denn los? Mein Name ist Yaoru. Wenngleich mich einige Einheimische unpassenderweise als Yaoru den Seemann bezeichnen. Ihr müsst wissen, ich neige zur Seekrankheit und verabscheue daher das Wasser. Ich bin schon wieder... Dennoch erdulde ich ihre verbalen Pfeile und Schlingen fast ohne jede Beschwerde. Oh. Sind sie doch nur ein Unglück mehr auf jenem großen Haufen, der mich im Elend begräbt. Haufen Scheiße, der mein Leben ist. Ihr seid ein aufgeblasener Esel. Ja. Was ist los? Ich bin in jenem Abschnitt meines Lebens, in dem ich nach Begleitung dürstet. Nach einem Weib in Intellekt und kultiviert. Sollen wir ihm einen Morgenstern im Weibchen da lassen? Nein. Das ist meine. Finden sich in dieser Stadt nur dürftige Gelegenheiten für eine passende Partie. Näherinnen, Schankmädchen, Bäuerinnen. Da könnte ich auch die Metzen heiraten, die in den Straßen sich feil bieten. Ich bin für mich, ihr seid ein aufgeblasener Esel. Oder die Ansprüche aller anderen sind vielleicht... Ich finde den gut. Ich werde mich nicht mit einer Bequemlichkeitsheirat abgeben, wenn mir doch so viel mehr zusteht. Ihr seid ein aufgeblasener Esel. Ich verstehe euer Verlangen nach Aufklärung durch jemanden, dessen Vokabular sich vom Grunzen und Krächzen des allgemeinen Pöbels dieser Stadt so angenehm hat. Der ist irgendwie cool. Allerdings er ist ein aufgeblasener Esel. Konversation mit euch. Nicht solange mein Herz durch meine große Last bedrückt wird. Okay. Ja. Esel. Drehen wir uns im Kreis? Ja. Eure Sticheleien können die Rüstung meines Stolzes nicht ankratzen. Schwache Stadt, lebt wohl. Mal schauen, vielleicht finden wir jemanden für ihn. Oder wir werden bitter genug... Oh, der ist bestimmt unfreundlich. Nicht einfach in Frieden lassen. Das ist sarkastischen Titel. Ja, wie Su, der Scharfsinnige. Zu. Ich bin niemand Wichtiges. Überhaupt niemand. Und ich habe euch nichts zu sagen. Warum belästigt ihr mich? Ich habe euch nichts getan. Ich bin nur ein Mütter, der seinen Tee... Der sieht fitter aus als ein paar andere in dem Laden. Tut mir leid. Bedauern zählt nicht viel. Mit Bedauern können wir unsere Fehler nicht rückgängig machen. Das sind alles so unangenehm. Wovon redet ihr? Von nichts. Es ist nicht wichtig. Lasst... Oh, Muff. Fuck you, Rafiki. Okay. Entweder wir lernen aus der Vergangenheit oder wir laufen vorher davon. Ja, und hier sind noch ein paar Seemännchen. Dann lass uns doch nochmal mit Ru reden. Ru. Ich mag betrunken sein, aber das bedeutet nicht, dass ich ein Trunkenbold bin. Betrunken bin ich nämlich nicht. Ja, ein wenig vielleicht. Aber ich bin auch mutig. Ich werde den großen Damm schließen und so die ganze Stadt... Garantiert! Wahrscheinlich... Ich werde ein Held sein. Könnten wir ihm das anhängen später. Ich will das allen zeigen. Wir brauchen nur noch einen Schluck, um meinen Mut zu stärken. Fein. Das sagt ihr schon seit 3 Tagen. Der Minister Shin sucht schon längst jemand Neues, um den Damm zu schließen. Und ihr steht da wie ein Trottel nach all eurem... Dieser Mann kann doch nicht einmal eine Tür öffnen, geschweige...
Okay. Okay. Soll ich nochmal mit dem Mütterchen reden? Mach, und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Ja, aber es ist traurig. Ich hätte gerne etwas mehr gekämpft, aber irgendwie... Ah. Schön, euch wiederzusehen, Schätzchen. Da. Die hat wirklich nichts mehr zu sagen. Gut, dann... Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Dann finden wir auch raus, wie wir... Oder Mutter... warte mal. Da ist Yanru. Hallo, ich grüße euch und heiße euch willkommen. Ich bin Yanru, der Brüher, und werde... Nein, das stimmt ja gar nicht. Überhaupt nicht, ich Dummkopf. Ich bin jetzt Yanru, der Schankmeister, nicht Yanru, der Brüher. Okay. Vollidiot. Das tut mir leid. Ich habe mich immer noch nicht an die neue Position gewöhnt. Manchmal wünschte ich, das Teehaus... Ja, das dachte ich mir. Gut. Auf Wiedersehen, weil... Bitte habt Geduld, meine Freunde. Okay, auf Wiedersehen. Wir reden mit ihm das nächste Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.